Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt schön sportlich fair. Los geht's mit Liverpool gegen Barcelona, das Spiel, das am morgigen Dienstag abgehalten wird. Das 3:0 aus dem Hinspiel war natürlich deutlich zu hoch. Eigentlich hätte Liverpool sogar mindestens das Remis verdient gehabt. Heute an der Anfield Road möchten sie für ein Wunder sorgen. Das dürfte aber nicht unbedingt einfacher werden durch den Fakt, dass Salah nach seiner Verletzung gegen Newcastle United fehlte. Trotzdem hatten sie die bessere Anfangsphase. Fabinho mit einer schönen Drehung zieht dann in den Strafraum ein und geht dann auch auf den Abschluss. Piqué hält aber erstmal noch den Fuß rein. Wirklich gefährlich wurde es in dieser Szene noch nicht. Doch der FC Liverpool wollte von Beginn an zeigen, dass sie dran glauben, dass es hier noch möglich ist. Dennoch besteht immer die Gefahr, vom FC Barcelona ein eingeschenkt zu bekommen. Coutinho genial auf Luis Suarez. Der legt rüber. Vidal schön durchgelassen zu Coutinho. 12. Spielminute. Durchaus abwechslungsreiche Anfangsphase. Auf beiden Seiten die Möglichkeiten noch nicht hundertprozentig gefährlich, aber sie bemühten sich. Auch der FC Barcelona weiterhin darum, nach vorne aktiv. Philippe Coutinho sieht auf der Mittelposition Sergio Busquets. Der spielt einmal rüber zu Luis Suarez. Doch auch das war noch nicht 100% brenzlig. Nun der FC Barcelona im Verwaltungsmodus, lange kam da nichts mehr, nun eine Konteraktion. Vidal auf Coutinho, die Flanke dann aber Virgil van Dijk. Noch Torschütze gegen Newcastle gewesen, macht das hier stark, dann spielt Liverpool das clever von hinten wieder raus. 5 Minuten noch bis zum Pausenpfiff, die Reds bräuchten eigentlich den ersten Treffer vor der Pause, das hätte da nochmal für Motivation gesorgt. Jetzt Rakitic nochmal mit dem Abschluss in der 42. Spielminute. War aber auch abseits. Treffer hätte nicht gezählt. Alisson Becker passt trotzdem auf und hält ihn fest. Wir sehen es, klares Abseits. 0:0 nach 45 Minuten. Also 3 Tore noch für die Elf von Jürgen Klopp. Nicht unbedingt leicht zu bewerkstelligen. Aber wer dachte schon von vornherein, dass das hier einfach wird. Firmino, Robertson und Henderson im Zusammenspiel. Robertson mit der Flanke und das Divock Origi. 50. Minute, jetzt hatten sie ihren Treffer. Und das wurde jetzt auch allerhöchste Eisenbahn, dass der Treffer fällt. 40 Minuten noch, 2 Treffer. Das ist durchaus darstellbar für eine Mannschaft von Liverpools Offensivqualität. Firmino heute übrigens in der Startaufstellung. Da Salah ja eben fehlte. Da ist die Flanke stark gemacht von Sergio Roberto. Der Kopfball von Luis Suarez richtig gut gesetzt. Aber Alisson Becker zeigt durchaus seine Qualitäten. Den kratzt er noch raus. Wäre ansonsten hinter ihm reingefallen. Schon über eine Stunde gespielt. Der FC Liverpool drückte auf das zweite. Und da muss es auch eigentlich fallen. Sadio Mané gegen Ter Stegen in der 65. Minute. Starker Ball in die Spitze und dann ist Ter Stegen aufmerksam und hat etwas Glück, dass er in der Szene noch angeschossen wird. Wir bewegen uns in Richtung Schlussphase. Die Gastgeber nun deutlich besser und das zweite wäre schon denkbar gewesen. Jetzt über die rechte Seite die Flanke von Firmino Mané mit dem Kopfball, aber direkt in die Arme von Marc-André Ter Stegen, der war hier wieder aufmerksam und hat gar keine Probleme, den zu parieren. Von Barcelona im zweiten Durchgang wirklich wenig zu sehen. Ein Treffer hätte ja schon alles klar machen können. Coutinho, Sergio Busquets, da ist Rakitic. Aber Virgil van Dijk schmeißt sich rein, hält das Bein hoch und kann den endgültigen Knockout in der 80. Minute verhindern. Schon die letzte Spielminute. Robertson legt nochmal in die Mitte. Fabinho und Robertson. Wieder Fabinho. Schöne Körpertäuschung. Aber der Abschluss dann
zu wenig. Das letzte Highlight in dieser Partie. Es war klar, dass es brutal schwer werden würde für den FC Liverpool. Sie konnten nach dem frühen 1:0 im zweiten Durchgang einfach nicht nachlegen, sodass die Katalanen letztendlich auch verdient ins Finale einziehen. Im Anbetracht des Hinspiels muss man aber sagen, wäre für Liverpool mehr drin gewesen. Ajax Amsterdam spielt sich weiterhin in die Herzen aller Fußballfans ganz Europas. Tottenham Hotspur jetzt unter Druck, einen 1:0 Rückstand aus dem Hinspiel aufholen zu müssen. Aber er war wieder dabei. Hier Heung-Min Son neben Fernando Llorente heute in der Doppelspitze aufgestellt. Die Spurs mussten von Anfang an Druck machen. Hier in der Johan Cruyff Arena aber nicht unbedingt so einfach, weil Ajax über spielerisch starke Nadelstiche nach vorne immer gefährlich werden kann. Son mit der Flanke, erstmal De Jong dazwischen, trotzdem nochmal Danny Rose mit dem Ball am Fuß. Es war aber erstmal sinnbildlich, dass sie hier nicht durchkam. Ajax ganz spielerisch leicht klärten sie dann diese Situation. Wenig später wieder Ajax Amsterdam von hinten raus, ganz überlegt. One-Touch-Fußball, Tadic zu Neres. Und der zieht dann einmal an. Sissoko kommt nicht an den Ball. Neres mit dem 1:0. David Neres, 15. Spielminute. Und die Aufgabe für Tottenham wurde jetzt noch schwerer. Zwei Tore brauchten sie jetzt, um ins Finale einzuziehen. Nackenschlag für die Elf von Pochettino, aber Ajax Amsterdam eben eiskalt hier in dieser Situation. Hatte man ja auch schon anders erlebt in der Champions League, dass sie ihre Möglichkeiten wirklich teilweise kläglich vergaben. Nun waren sie effektiver und konnten den Gegner vom gegnerischen Tor, vom eigenen Tor natürlich, fernhalten. 33. Minute. Tottenham spielte auf Risiko. Das ging nicht immer gut in dieser Szene, aber war es dann eine knappe, doch trotzdem richtige Abseitsentscheidung. Viele Abschlussmöglichkeiten gab es nicht im ersten Durchgang. Ajax Amsterdam weiterhin sehr überlegt und mit wenig Risiko, trotzdem mit starken Spielzügen. Hier die Flanke von Feldmann, aber in die Arme von Hugo Lloris. Der war ansonsten beschäftigungslos. Pochettino etwas am Verzweifeln. Langsam der Ausgleichstreffer nochmal hier möglich? Nicht wirklich, weil Tottenham nicht durchkam. Die Defensive so kompakt und so stark aufgestellt bei Ajax, dass es mit diesem 1:0 in die Katakomben ging. Und zwei Tore also für Tottenham aufzuholen in 45 Minuten. Kein einziges konnten sie ja bislang erzielen gegen die Niederländer. Flanke von der linken Seite, dann David Neres, aber nicht wirklich gefährlich für Lloris, der den Ball wie schon die Flanke im ersten Durchgang ohne Probleme abfangen konnte. Er wurde nicht wirklich gefordert. Einmal war es das und dann schlug der Ball unhaltbar für ihn ein. Und Onana ebenfalls extrem beschäftigungslos über die fast jetzt schon 60 Spielminuten. Sie wurden nicht hektisch, das konnte man den Spurs zugute halten, doch die Zeit lief ihnen davon. Danny Rose mit der Flanke, wieder einer dazwischen. Und er hier, ja, er verzweifelte. Wie kommt man dadurch gegen eine so gut geordnete Defensive und eben gleich gefährliche Offensive? Tadic, Feldmann und dann einer der gefährlichen Konter. Ziyech steckt durch, macht das stark, aber etwas zu stramm dieser Ball. So dass wieder der französische Nationalkeeper den Ball ganz sicher kontrollieren konnte. Viertelstunde noch auf der Uhr und die Spurs rannten weiter an. Son gegen De Ligt, aber auch das wieder sinnbildlich. Es sollte einfach nicht klappen. Unglaublich, aber war ein Schuss auf das Tor von Onana direkt, war hier nicht wirklich vorhanden gewesen. Anschließender Eckstoß von der linken Seite. Der war jetzt mal gut getreten. Alderweireld kann ihn aber nicht wirklich kontrollieren. Die Szene bleibt aber scharf. Sissoko, Heung-Min Son mit dem Flankenball. Dann ist es aber auch wieder ein Spieler von
Amsterdam, der das ganz einfach klärt in die Arme von Onana. Das zeigt, wie abgeklärt die Elf von Ten Hag hier agierte. Nachspielzeit und die Spurs rannten an, aber verzweifelt nehmen. Wanyama, Lorente, Eriksen und dann Lorente in der 92. Spielminute mit dem Spielzug des Tages und auch wiederum mit dem Sinnbild dieses Champions League Abends. Die Ajax-Spieler konnten ihr Glück irgendwie noch nicht so recht fassen. Erst in den nächsten Tagen werden sie realisieren, was das hier bedeutet. Hochverdient ziehen sie ins Finale ein. Und Tottenham Hotspur tat sich schwer, versuchte alles, aber war einfach machtlos gegen die gut spielenden Niederländer. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und tschüss. We'll be right back.